Du bist der Wahnsinn. Alter. Ist euch eigentlich was an mir aufgefallen? Du hast vier Ohren. Sie kotzt jeden Tag statt Frühstück. Kriegst du ein Kien? Na, oder? Haut euch richtig rein. Keine Ahnung von mir. Aber ich kenne deinen Aszendenten und furzen tust du nur, wenn ich nicht im Zimmer bin. Das ist wahnsinnig deprimierend. Sie kennt das noch nicht so. Ist Ihnen bekannt, dass Kinder die Träger der Gefühle der Eltern sind? Arschloch! Du hast mich verlassen erst! Ich muss jetzt da raus, weil sonst pinkel ich da einer auf den Teppich. Wir ziehen die Kleinen zur Selbstständigkeit, indem wir sie allein ein Müsli zubereiten lassen. Ich wüsste schon lieber genau, was sie da reintun dürfen. Dinkelflocken, Kokosflocken, Rosinen. Aber Moment, Rosinen? Rosinen, das ist pures Gift. Alter, ihr habt echt Probleme. Yeah. Kann nicht mehr mithalten mit deiner Coolness, mit deiner Lässigkeit, mit deinem Hipster-Schnurrbart. Ich kann jetzt hier nicht im Supermarkt drüber reden, ob man eine Affäre anfängt. Das geht nicht. Ich weiß nicht, warum ich nicht zufrieden bin. Versteht das keiner? Ich glaube, sie versteht. Sie wahnsinnig geworden? Du kannst kochen und du hast einen großen Schwanz. Ja, danke. Das hat sie zum Beispiel nie gesagt. Kann es sein, dass alles irgendwie anders ist? Ich glaube, das kommt dir nur so vor.